So, in diesem Video besprechen wir die Teil 2 Aufgabe Überlagerung von Schwingungen. Hier die Angabe, die habt ihr eh. Dann haben wir vielleicht kurz die wichtigsten Informationen zusammengefasst. Die sind eh schon gelb angezeichnet von mir. Generell geht es um Töne. Die Töne kann ich durch eine Sinusfunktion, durch eine allgemeine Sinusfunktion, also S von D ist A mal Sinus von B mal D, darstellen. Es ist nochmal beschrieben, dass die Frequenz gleich 1 durch die Schwingungsdauer ist, wobei die Schwingungsdauer t in Sekunden angegeben wird. Und d wird auch als kleinste Periodenlänge bezeichnet. Das sind Begriffe, die wir hoffentlich eh schon alle wissen. Dann sind noch drei bestimmte Töne, H1 bis H3, dargestellt. Die sind unterschiedlich. Und als Überlagerung wird jetzt da eben, oder eben als Überlagerung wird ein Klang bezeichnet. Und dieser Klang entsteht jetzt eben, indem ich diese Töne H1, H2, H3 addiere. Das ist eben die Überlagerung und dadurch entsteht eine Funktion H. Und dann wird auch noch der Schalldruck beschrieben. Da gibt es die Formel P von T hier. Und da steht noch, dass die Einheit davon Pascal ist. Und man sollte dann später, wenn man die Aufgabenstellungen von A bis D bearbeitet, trotzdem immer regelmäßig auch einen Blick zurückwerfen auf diese Angabe, weil hier eben dann wichtige Informationen drinnen stehen, die dann später gebraucht werden. Wir beginnen mal relativ leicht. Geben Sie für einen Ton, der mit Hilfe der Funktion G, wobei G von D gleich der Sinus von C mal B von C mal B mal T ist, wobei C eine positive reelle Konstante ist, sollen wir eine Formel für die Periodenlänge T angeben in Abhängigkeit von C. Und dazu müssen wir eben nur die Formel wissen für die Periodenlänge t. Achtung, die steht nicht in der Formelsammlung. Wir haben gesagt, die Formel für die Periodenlänge t ist 2bi durch b. Und das b können wir aus der Sinusfunktion auslesen. Das ist das, was hier quasi mit dem Argument der Funktion multipliziert wird, der Faktor. Das ist in dem Fall c mal b. Und jetzt kann ich einsetzen. Also t ist also 2bi durch c mal b. Kann ich die Bi wegkürzen und bin bereits fertig. Die Schwingungsdauer T oder die Periodenlänge T ist gleich 2 durch C. Fertig. Dann steht da der Effektivwert P effektiv des Schalldrucks einer Sinusschwingung mit der Periodenlänge T, in Klammer in Millisekunden, kann mit der Formel P effektiv ist gleich die Wurzel aus 1 durch T mal das bestimmte Integral von 0 bis zur Periodenlänge T von b Quadrat t dt berechnet werden. Berechnet Sie den Effektivwert des Schalldrucks eines Tons, wenn p quer ist gleich 1 und Omega ist gleich 2 mal pi gilt. Dazu eben jetzt der wichtige Einblick zurück auf die Angabe. Da steht, dass dieser Schalldruck eben durch diese Formel hier beschrieben wird. Und jetzt da wissen wir eben, dass für b quer gleich 1 eingesetzt werden kann und fürs Omega kann ich 2 pi einsetzen. Erhalte ich also dann die Funktion hier. So, und jetzt da schauen wir uns nochmal um dieses B-Effektiv an. Im B-Effektiv, das steht jetzt die Wurzel aus 1 durch die Periodenlänge t. Rechnen wir uns die Periodenlänge t einfach mal aus. Das haben wir eh gerade vorhin schon gemacht. Ist gleich 2bi durch c. Das c ist in dem Fall das Omega. Das Omega ist 2bi, also das kürzt sich in dem Fall einfach weg. Also die Schwingungsdauer ist 1, was schon mal angenehm zum Rechnen ist. Und das kann ich jetzt da einfach einsetzen in die Formel. Also B effektiv ist gleich 1 durch T, also ein Eintel ist nämlich 1, deswegen habe ich es jetzt da als Faktorform bestimmten Integral gleich weggelassen. Das bestimmte Integral geht jetzt von 0 bis 1, weil ja die Schwingungsdauer oder eben die Periodenlänge T gleich 1 ist. Da wird die Funktion B quadriert, das heißt der Sinus Quadrat, nicht nur Sinus, sondern es muss der Sinus Quadrat sein, von 2 mal B mal T, TT. So, und das bitte machen wir unbedingt mit GeoGebra, nicht händisch. Schon mal aus dem Grund, weil wir da eben eine quadrierte Funktion drin haben und so weiter. Also bitte nicht händisch machen, das ist mit GeoGebra viel, viel, viel leichter. Wie wird es mit GeoGebra funktionieren? Ich definiere zuerst die Funktion. Ich habe sie b von t genannt. Da kann man ruhig einen Malpunkt setzen, wenn man es eintippt bei GeoGebra. Also der Sinus von 2 mal Pi mal D. Achtung, ich hoffe, wir wissen es noch. Wenn ich ein Pi machen möchte in GeoGebra, dann muss ich nur kleingeschrieben Pi schreiben. Dann macht GeoGebra automatisch das Pi draus. Und jetzt habe ich als erstes mal dieses bestimmte Integral ohne der Wurzel ermittelt. Also für mich ist es da diese Zahl da drin, ist dieses sogenannte A, also das hier.
Und das ist einfach das Integral von der Funktion p von t, allerdings die Funktion quadriert, weil da steht ja das Sinus Quadrat, das ist die quadrierte Funktion p, von 0 bis 1, das bestimmte Integral, und da kommt eben 0,5 raus. Und da b effektiv ist jetzt ja die Wurzel davon, also ist die Wurzel aus 0,5 und das ist ungefähr 0,71 gerundet und die Einheit ist Pascal. Und damit sind wir fertig. Also wir sehen, ist ganz easy mit GeoGebra. Einfach aufpassen, dass man da vor allem das Quadrat nicht vergisst. Ich glaube, das ist da, wäre da der Hauptfehler, dass man vergessen könnte. B. Geben Sie zum Beispiel unter Zuhilfenahme eines geeigneten Graphen, das werden wir auf jeden Fall machen, die kleinste Periodenlänge t in Millisekunden der Funktion h an. So, die Funktion h, gehen wir zurück auf die Angabe, setzt sich zusammen, indem ich, wie hier steht, diese Funktionen hier addiere. So, die gebe ich jetzt einfach bei GeoGebra ein. Und da wird aufpassen, das Pi wird einfach wieder als Pi geschrieben. Ihr könnt hier H1 schreiben, ihr könnt auch die Funktionen A, B und C nennen, das ist vollkommen wurscht. Wenn man so eine Unterzahl in GeoGebra eintippen möchte, also so einen Index, dann schreibt man das wie folgt, H, dann dieser Unterstrich und dann einfach die Zahl schreiben. Und wenn ich, dann komme ich automatisch nach unten und habe diesen Index 1er. Also, zuerst habe ich die drei Funktionen H1 bis H3 definiert. Und dann habe ich die Funktion h einfach definiert, indem ich die drei Funktionen, so wie es in der Angabe steht, hier addiert habe. Und GeoGebra schreibt mir das dann eh automatisch richtig bereits als Summe an. Und damit habe ich die Funktion h. Man hat ja rechts davon das Grafikfenster. Da werden mir jetzt alle vier Funktionen angezeigt, also h1 bis h3 und die Funktion h. Da kann ich dann in späterer Folge, weil ich nichts mehr ablesen davon. Und deswegen blenden wir die Funktionen hier oben einfach aus, indem ich da quasi einfach auf diese Ringe draufklicke, dann sind sie nicht mehr färbig und das liefert mir dann nur mal den Graphen von dieser färbigen Funktion, also von h, und der Graph schaut dann eben so aus. Und wir sollen jetzt die Schwingungsdauer groß t bestimmen und das ist ja die Dauer einer vollen Schwingung, das heißt, ich muss jetzt mal herausfinden, wie so eine volle Schwingung ausschaut. Und da muss man jetzt einfach schauen, ab wann quasi ist ein Muster abgeschlossen und ab wann wiederholt sich das Muster wieder. Und wenn man das dann nachzeichnet, am besten einfach mit einem Leuchtstift oder so, dann sieht man eben, dass das Muster hier so ausschaut, dass das bis 4 quasi ein Muster ist. Also zuerst eine große Kurve, dann zweimal so eine kleine Kurve, dann wieder eine größere Kurve und dann geht es wieder von vorne los, wie man sieht. Das heißt, eine Schwingungsdauer hier geht eben von 0 bis 4, die zweite geht dann von 4 bis 8, die nächste geht dann von 8 bis 12 und so weiter. Das heißt, eine volle Schwingung dauert 4 Millisekunden. Und ganz ehrlich, ohne GeoGebra kriegt es das nicht hin. Ja? Also es gäbe schon Möglichkeiten, das auszurechnen, aber es geht einfach am allerleichtesten mit GeoGebra. Gut, damit haben wir das schon beantwortet. Als nächstes geben Sie die Frequenz f der Funktion h in Hertz an. So. Dazu wissen wir jetzt einmal, müssen wir mal Folgendes wissen. F ist die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde. Und in der Angabe steht ja, und wir wissen bereits, dass die Schwingungsdauer 4 Millisekunden dauert. Und wir wissen ja auch, dass die Frequenz, das steht ja sogar nochmal oben im Text drin, im Angabetext, 1 durch t ist also der Kehrwert der Schwingungsdauer t. So, wo man jetzt aber aufpassen muss, ist Folgendes. Und zwar, dass die Frequenz f ja die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde angibt, wir die Schwingungsdauer aber in Millisekunden gegeben haben. Das heißt, da muss man jetzt umwandeln. Und zwar eine Sekunde ist ja 1000 Millisekunden, weil Milli ist ja das Kürzel für Tausendstel. Das heißt, die Schwingungsdauer ist 0,004 Sekunden, eine Tausendstel, das Tausendstel von 4, also einfach 4 durch 1000 dividieren. Und jetzt kann ich es einsetzen in die Formel. Und 1 durch 0,004 ergibt 250, also haben wir eine Frequenz von 250 Hertz. Da wirklich aufpassen, ich glaube, das war bei der Matura 2018, das hat bei mir, glaube ich, damals eine Person richtig gehabt oder so aus der ganzen Klasse. Also da wirklich aufpassen. So, C. Geben Sie, auch wieder unter Zuhilfenahme eines geeigneten Graphen, die Amplitude der Funktion h an und auch den Zeitpunkt, zu dem die Funktion h die Amplitude erreicht. Bitte wieder mit GeoGebra machen. Wenn man sieht, man hat es eh schon in GeoGebra und was man da auf jeden Fall sieht, ist ja Folgendes. Das erste Mal erreicht die Amplitude hier
Und es ist irgendwo zwischen 0 und 1 eher. Man könnte sogar sagen, auf jeden Fall zwischen 0 und 0,5 eigentlich. Warum ist das wichtig? Weil es eine zusammengesetzte Schwingung ist und also eine Funktion, die sich aus mehreren Schwingungen zusammensetzt. Und da kann es sein, dass GeoGebra, wenn man dann die GeoGebra-Funktion Extremum verwendet, dass GeoGebra da ein Intervall braucht, weil es sonst nicht ausrechnet. Und deswegen sollte man sich das da im Vorhinein anschauen, wo dieses Extremum ungefähr liegt. Und dann kann ich es in GeoGebra eingeben. Mit Extremum von der Funktion h von 0 bis 1. Mir spuckt jetzt GeoGebra hier alle drei Extrema von 0 bis 1 aus. Und das a hier ist jetzt da genau das, das ich suche. Das ist das erste Extremum. B wäre hier und C wäre hier. Aber das erste Mal die Amplitude erreicht es eben bei a. Und das heißt, als Antwort jetzt da eben die Amplitude von h wird nach circa 2, beträgt circa 2,9 und wird circa nach 0,19 Millisekunden erreicht. Begründen Sie, warum die Amplitude von h nicht gleich der Summe der drei Amplituden der Funktionen h1, h2 und h3 ist. Die Antwort ganz simpel, weil die Funktionen h1, h2 und h3 unterschiedliche Periodenlängen besitzen. Das hat man, sieht man dann am besten im GeoGebra, wenn man sich die Funktionen h1, h2, h3 extra einblendet, also zusammen einblendet, und dann sieht man ja, dass die nicht gleichzeitig die Amplitude erreichen. Warum? Weil ja h1 war ja Sinus von 2 Pi mal t, h2 war das Sinus von 2,5 Pi mal t und h3 war das Sinus von 3 Pi mal t. Also die haben ja, wie man hier sieht, alle unterschiedliche Schwingungsdauern. Das heißt, die und somit verschieben sich hier auch die Amplituden. Und deswegen kann ich es nicht zusammenzählen, ja, weil die eine Funktion, also H1, schaut zum Beispiel eben so aus. H2 schaut dann, was weiß ich, zum Beispiel so aus. Und H3 schaut dann, was weiß ich, so aus. Und deswegen haben die die Amplituden zu drei verschiedenen Zeitpunkten. Und wenn sich da dann das addiert, addieren sich aber nicht die Amplituden, weil die nicht zum gleichen Zeitpunkt erreicht werden. So, damit kommen wir bereits zur letzten Aufgabenstellung, zu D. Da sehen wir hier, also uns geht es jetzt vor allem um diese Zeichnung hier, also rechts. Und da sehen wir jetzt im Prinzip einen Kreis mit Punkten drauf. Also geht es um Koordinaten, Polarkoordinaten, kartesische Koordinaten. Und wir sollen jetzt da die kartesischen Koordinaten vom Punkt R1 berechnen, also von dem Punkt hier. Wir wissen dazu mal Folgendes, weil das steht hier in der Angabe. Der Abstand hier ist einmal 2 Meter und der Winkel Alpha von dem Punkt, wir haben gesagt, der Winkel geht immer vom Radius bis zur positiven x-Achse. Also wir wissen jetzt auf jeden Fall, der Radius ist 2. Und Alpha können wir ganz einfach bestimmen. Und zwar ist Alpha 90 Grad minus 30 Grad. Warum? Weil ich ja hier quasi, das hier sind 90 Grad. Ich weiß, dass das Stück halt 30 ist. Also bleiben für hier noch 60 Grad übrig. Weil 60 und 30 ist 90. So, und jetzt kann ich mir R1 ganz einfach berechnen. Ich bin mir nicht sicher, ob das in der Formelsammlung drin steht. Ansonsten bitte dringend, dass wir mal wissen, wie man kartesische Koordinaten und Polarkoordinaten umrechnet. X ist gleich r mal der Cosinus vom Winkel und y ist r mal der Sinus vom Winkel. Und jetzt kann ich die Zahlen einsetzen. Und da bitte ganz dringend beim Taschenrechner aufpassen, weil vorher hat man immer Sinus, Cosinus, also vorher hat man jetzt Sinus immer mit Pi-Werten in der Aufgabe. Das heißt, das war immer Bogenmaß, also Radiant. Und da geben wir aber Gradmaß ein. Das haben sie sicher absichtlich auch eingebaut. Das heißt, da muss ich auf Deck umstellen beim Taschenrechner, sonst da haben wir ein Problem. Und wenn ich das jetzt eintippe im Taschenrechner, komme ich auf 1 und Wurzel aus 3. Man kann auch sehr gerne Wurzel aus 3 einfach ausrechnen mit dem Taschenrechner. Da komme ich auf 1,73. Würde man das vergessen, auf Bogenmaß umzu also auf Radiant, also auf, Entschuldigung, auf Deck umzustellen, und würde man das im Bogenmaß ausrechnen, dann würde man eh Zahlen bekommen, die laut Skizze nicht logisch sind. Also man hätte dann zum Beispiel als x-Wert, wenn ich da zweimal Cosinus 60 ausrechnen würde, hätte ich die Zahl minus 1,9. Und minus 1,9 wäre schon nicht mal mehr im ersten Quadranten, das wäre ja drüben im zweiten Quadranten. Ja, also das ergibt schon keinen Sinn mehr. Daher da einfach auch mitdenken bitte, ob die Koordinaten passen können.
Gut, und im letzten Schritt sollen wir den Abstand zwischen L2 und R2 ausrechnen. Geht wieder über die Umrechnung von kartesischen Koordinaten und Polarkoordinaten. Dazu schaue ich mal an den Winkel vom L2. Ich nenne den Beta. Beta kann ich ganz leicht bestimmen. Beta sind einmal die 90 Grad vom ersten Quadranten. Und dann kommen noch die 30 Grad und die 80 Grad dazu. Und dann habe ich insgesamt, also mit den 90 Grad, die ich hier habe, habe ich 200 Grad. Der Radius ist nach wie vor 2. Und was ich auch weiß, ist Folgendes, dass der Winkel hier und der Winkel hier, also was ich in grün gezeichnet habe, gleich groß ist. Das heißt natürlich nichts anderes wie, dass hier der Wert c, also auf der x-Achse, gleich groß ist wie hier drüben der Wert c, nur halt negativ gesehen auf der x-Achse. Das ist ganz praktisch, weil das heißt, ich muss mir von R2 den x-Wert gar nicht mehr ausrechnen, wenn ich ihn von L2 bereits bestimmt habe, weil es gleich ist. Der Radius ist wie gesagt wieder 2, jetzt rechne ich mir den x-Wert aus. X ist wieder r mal der Cosinus vom Winkel, also 2 mal Cosinus 200. Bitte auch hier, wir bleiben bei Deck, weil es sind 200 Grad. Und damit komme ich auf minus 8,79, das ist also das minus c. Und wenn ich jetzt den Abstand r2 l2 ausrechnen möchte, dann ist das ja nichts anderes wie das doppelte c. Also das ist ein c und das ist ein c. Also ist das einfach das doppelte c. Und damit komme ich auf 3,758 Meter als Abstand. Also die Entfernung zwischen L2 und R2 beträgt circa 3,758 Meter.